Unsere Reise durch Vietnam beginnt in der pulsierenden Metropole Hanoi, die mit 8 Millionen Einwohnern auch Hauptstadt von Vietnam ist. Die Straßen von Hanoi sind ein lebendiger Tanz aus Verkehr, Menschen und Märkten. Ein Spiegelbild des täglichen Lebens. Es ist laut. Die chaotische Symphonie hupender Roller, der aromatische Duft von Straßenständen für Essen und Marktwaren erzeugen eine sensorische Überlastung, die sofort ins Herz des vietnamesischen Lebens versetzt. Enge Gassen in der Altstadt, alte Tempel und französische Kolonialarchitektur. Im Wind wiegen sich die roten Fahnen. Silvester in Hanoi ist ein Fest für die Sinne. Ein Spektakel aus Lichtern, Klängen und Festlichkeiten. Die Stadt platzt aus allen Nähten. Vorführungen von Musik und klassischem Theater. Den Übergang ins neue Jahr feiern die Vietnamesen eher in kleinen Gruppen. Kaum Umarmungen und kleine Feuerwerke von den Hoteldächern. Eine Busfahrt führt uns zur majestätischen Halong-Bucht. Die Bucht ist UNESCO-Weltkulturerbe, die nicht nur von natürlicher Schönheit geprägt ist und uns in mythische Welten eintauchen lässt. Der Name Halong bedeutet herabsteigender Drache. Wir haben eine Übernachtung auf einem traditionellen Boot gebucht. Eine surreale Erfahrung. Der Sonnenaufgang, ein Gedicht von atemberaubender Schönheit. Nach dem Frühstück besichtigen wir eine Tropfsteinhöhle. Bereits am frühen Nachmittag geht es zurück nach Hanoi. Wir fliegen weiter Richtung Süden, nach Hoi An. Ein Kontrast, wie er größer nicht hätte sein können. Hoi An ist eine Verzauberung aus Vergangenheit und Gegenwart, die wie ein lebendiges Märchen aus einer vergangenen Ära erscheint. Die von Laternen beleuchteten Straßen, bunten Märkte am Ufer des Flusses Tu Bon schaffen eine ruhige Atmosphäre. Mit der untergehenden Sonne taucht das Stadtbild in ein magisches Licht ein. Die Straßen sind gefüllt mit kunstvollen Laternen, die eine romantische Atmosphäre schaffen und die Stadt in ein lebendiges Kunstwerk verwandeln. Hier scheint die Zeit stillzustehen. Die bunten Märkte bieten einen Einblick in das tägliche Leben. Mit einem lokalen Koch erkunden wir den Markt, schmecken, riechen und staunen. Wir sehen Bioanbau von Kräutern, lernen vietnamesischen Sägezahnkoriander und asiatischen Basilikum kennen. Ein Kochkurs führt uns in die kulinarischen Geheimnisse der vietnamesischen Küche ein. Eine wahre Explosion von Aromen, ein Fest der Sinne. Ausflug in die Tempelstadt My Son enthüllt die antiken Ruinen und ihre kulturelle Bedeutung. Es ist ein wahrhaft beeindruckendes Erbe der Cham-Kultur in Vietnam. Der Ort strahlt eine mystische Atmosphäre aus und ist UNESCO-Welterbe. Auf dem Weg zurück eine Vorführung zur Herstellung von Reispapier. Der Flug nach Saigon bringt uns in eine Stadt voller Tempel, historischer Wahrzeichen und imposanter Wolkenkratzer. Das Klima tropisch.
Fotoshootings, Inszenierung für soziale Kanäle, fast an jeder Straßenecke. Im Zentrum viel französische Architektur. Meist Gebäude wie Rathaus, Bahnhof, Post und Kirchen. Panzer am Palast der Wiedervereinigung, ein Ort der Erinnerung. Und hier wurde 1975 der Vietnamkrieg beendet. Ein Abstecher nach Chinatown, ein meditativer Besuch im Tempel. Vom Bitexo Financial Tower genießen wir den Ausblick auf die pulsierende 9-Millionen-Stadt. Bereits am nächsten Morgen fahren wir mit dem Kleinbus zu den Ufern des Mekong-Deltas. Mit dem Ruderboot werden wir durch kleine Kanäle gepaddelt. Eine einzigartige Biodiversität. Später geht es mit dem Motorboot den Fluss hinauf. Zwischenstopp in einem Handwerkerdorf. Hier werden Karamellen und Puffreis hergestellt und vertrieben. Alles ist durch ein Netz aus Wasserstraßen miteinander verbunden. Übernachtung in Cham Tho, der größten Stadt im Mekong-Delta. Am Wochenende sind die Menschen unterwegs. Wir erleben hier ein reges Nachtleben. Am nächsten Morgen ein Besuch des schwimmenden Marktes Chai Rang. Hier versorgen sich Handel und Gastronomie mit frischen Gemüsen, Obst und Kräutern, Reis, aber auch Fisch. Das Mekong-Delta ist eine wahre Schatzkammer. In der Mittagszeit erkunden wir das Naturschutzgebiet Tiger Island mit dem Fahrrad. Viel Gartenbau und Handwerk. Chau Doc ist eine kleine gemütliche Stadt mit Flusspromenade und großem Markt. Die Reise endet nicht hier. Mit dem Schnellboot setzen wir unsere Expedition nach Kambodscha fort, wo neue Abenteuer und faszinierende Entdeckungen auf uns warten. Mit dem Schnellboot auf dem Mekong geht es flussaufwärts Richtung Kambodscha. Nach knapp einer Stunde erreichen wir die Grenze am Fluss. Visum bei Ankunft, Fingerabdrücke, Foto, warten. Nach knapp 45 Minuten sind wir fertig. Weitere 4 Stunden Bootsfahrt und wir erreichen Phnom Penh. Der prunkvolle Königspalast ist von der Architektur her kambodschanisch. Die Bautechnik stammt von der französischen Kolonialmacht. Ein Blick mit der Kamera in den Thronsaal oder andere Gebäude ist leider nicht erlaubt. Die düstere Geschichte Kambodschas spiegelt sich in den Killing Fields wider. Der Ort zeugt von einem schrecklichen Verbrechen, das während des Regimes der Roten Khmer unter Pol Pot von 1975 bis 1979 begangen wurde. Das Genozidmuseum Tuol Sleng ist wichtige Gedenkstätte für die Opfer und das viele Leid. Ein Besuch des Wat Phnom und des benachbarten chinesischen Tempels gibt Eindruck in das spirituelle Erbe der Khmer. Das Nationalmuseum beherbergt eine große Sammlung an Khmer-Kunst.
Mit dem Linienbus geht es in 6 Stunden weiter nach Siem Reap. Hier aus besichtigen wir die beeindruckende Tempelanlage von Angkor Wat. Er gilt als die größte Tempelanlage der Welt. Er ist dem Gott Vishnu geweiht und repräsentiert das Weltbild der Hindus. Angkor Wat ist das Nationalsymbol Kambodschas. Angkor Thom, berühmt für die vielen steinernen Gesichter, wurde Anfang des 13. Jahrhunderts als damals neue Hauptstadt des Angkor-Reiches errichtet. Zuletzt steht der Dschungeltempel Ta Prom auf dem Programm. Die riesigen Wurzeln der Kapok-Bäume umklammern Mauern und Tempelgebäude. Der Tempel diente als Kulisse für den Film Tomb Raider. Am Abend besuchen wir den kambodschanischen Nationalzirkus. Ein soziales Projekt. Unter dem Motto Same, Same, but Different erleben wir eine faszinierende Choreografie und eine charmant unterhaltsame Show. Wir tauchen ein in ein unwirkliches Nachtleben. Die Pub Street ist die Partymeile. Hier reiht sich Bar an Nachtclub. Am nächsten Morgen geht es zum Flughafen. Ein weiteres spannendes Ziel wartet auf uns. Bangkok. Wir fliegen direkt nach Bangkok. Mit etwa 8 Millionen Einwohnern die größte Stadt in Thailand. Bangkok ist berühmt für die verzierten Tempel, lebhaften Marktplätze und farbenfrohen Attraktionen. Der erste Stopp führt zum Königspalast, wo wir die prächtigen goldenen Figuren bestaunen und die reiche Geschichte des Landes kennenlernen. Ein besonderes Highlight ist Wat Po, der älteste buddhistische Tempel Thailands, in dem sich die imposante 45 Meter lange und 15 Meter hohe liegende Buddha-Statue befindet. Eine Busfahrt bringt uns zu einem weiteren faszinierenden Erlebnis: der Niklong Eisenbahnmarkt. Der Markt erstreckt sich entlang einer funktionierenden Bahnstrecke. Bei Ankunft des Zuges müssen die Händler schnell ihre Sachen zusammenpacken, um Platz zu machen. Es ist ein Spektakel, das auch viele Touristen anzieht. Auf der Rückfahrt erleben wir den Floating Market Dam Nuen Saduak. Hier kann man noch immer etwas von dem ursprünglichen und traditionsreichen Flair dieser besonderen Form des Marktgeschehens auf dem Wasser erleben. Inmitten der modernen Architektur und des geschäftigen Treibens der Stadt besuchen wir das hochmoderne Einkaufszentrum Icon Siam.
gap between the boat and the pier. Der Besuch von Chinatown versetzt uns in eine andere Welt. Mit seinen geschäftigen Straßen, den exotischen Düften und den farbenfrohen Märkten. Ein weiteres beeindruckendes Ziel ist Wat Saket, auch bekannt als der Goldene Berg. 318 Stufen geht es hier hinauf. Das absolute Highlight des Tempels ist aber ohne Frage die geniale Aussicht über Bangkok. Am Abend erkunden wir das aufregende Nachtleben der Altstadt und probieren lokale Speisen. Bangkok ist zweifellos eine Stadt, die die Sinne belebt und unvergessliche Eindrücke hinterlässt. Den Kopf voller schöner Erinnerungen treten wir die Heimreise an. Asien, wir kommen wieder.